Habt ihr schon mal Okroschka gemacht? Ach, ihr wisst gar nicht, was das ist. Okroschka ist eine russische kalte Suppe. Herrlich erfrischend und würzig und bestens geeignet für heiße Sommertage. Sie besticht durch viele frische Zutaten und ist auch für die Sommerparty bestens geeignet. In diesem Video zeige ich euch, wie man Okroschka macht. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für die Okroschka benötigt ihr folgende Zutaten: 2 Bund Frühlingszwiebeln, 1 Bund Dill, 4 hartgekochte Eier, 400 Gramm Pellkartoffeln festkochend, 1 Bund Radieschen, 1 Salatgurke oder 3 Snackgurken, 200 Gramm Fleischwurst, 3 Becher saure Sahne, 1 Liter Mineralwasser mit Kohlensäure, 3 Esslöffel Essig, Salz und Pfeffer. Alle Zutaten stehen wie immer unter diesem Video zum Nachlesen. Die Gurken schälen und die Radieschen putzen und alles durch die feine Reibe reiben. Das Grün von den Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Die Zwiebel selber dann grob schneiden und im Gemüsezerkleinerer etwas zerkleinern. Alles in eine Schüssel geben und dann wird der Dill fein geschnitten. Ab in die Schüssel und nun die Fleischwurst schneiden. Die gekochten Pellkartoffeln pellen und ebenfalls klein schneiden. Ebenfalls ab in die Schüssel, dann die Eier pellen und mit dem Eierschneider in Stifte schneiden, so wie hier gezeigt. So verteilen sie sich besser in der Suppe und geben ihren Geschmack bestens ab. Das war's auch schon mit der Schnippelage, jetzt kommen die anderen Zutaten hinzu. Die saure Sahne, Essig, etwas Salz, etwas Pfeffer und das Mineralwasser. Alles gut verrühren und fertig ist die Suppe. Am besten schmeckt die Suppe, wenn sie 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank durchgezogen ist. Dann nur noch anrichten und genießen. Und wie gesagt, diese Suppe ist mega erfrischend und lecker. Weitere erfrischende Gerichte für den Sommer findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.